Hallo meine Lieben, toll, dass ihr da seid. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, auch zu dieser Folge von Lunaris liest. Und auch diesmal gibt's wieder einen Reiseführer in die nordische Mythologie. Und es geht in die Unterwelt, nach Hel. Und hier eine kleine Triggerwarnung. Ja, das wird etwas eklig und gruselig. Also es ist nichts für zart beseitete Menschen oder Kinder. Die schalten diesmal bitte nicht ein. Alle anderen, schnallt euch an. Es geht los. Ja, mein Chat wollte das so hier bei Twitch. Wir reisen jetzt in die Unterwelt zu Hel. Und die erste Frage, die wir ChatGPT stellen, ist: Wenn ich nach Hel reise, welche Sehenswürdigkeiten sollte ich mir anschauen? Enter. In der nordischen Mythologie ist Hel sowohl der Name für die Unterwelt als auch ihre Herrscherin. Sie ist der Ort, an den die Seelen der Toten gehen, die nicht im Kampf gestorben sind. Als Reisender in der Unterwelt von Hel könnte man folgende Sehenswürdigkeiten erwarten. Erstens Eljutnir. Das ist Hels persönliche Halle. Ihr Name bedeutet in Tau getränkt oder regennass. Es wird gesagt, dass es sehr groß ist und dass es innerhalb der Halle eine Menge von Bettdecken gibt, die aus Menschenaugengliedern gemacht sind. Zweitens Hundehaupttor. Der Eingang zur Unterwelt wird von einem riesigen Hund bewacht, genannt Garm. Sie könnten versuchen, dieses beeindruckende, wenn auch ziemlich gruselige Tor zu besichtigen. Drittens, Naströnd. Dies ist der Strand der Toten, an dem die Schlangen leben, die die Bösen mit ihrem Gift peinigen. Es könnte interessant sein, aus sicherer Entfernung zu beobachten, wenn man auf morbide Sehenswürdigkeiten steht. Viertens, der Fluss Gjöll. Die Seele eines jeden Verstorbenen muss diesen Fluss überqueren, um nach Hel zu gelangen. Es gibt eine Brücke namens Gjallarbrú, die über den Fluss führt. Es wird gesagt, dass die Brücke aus Gold und Kristall besteht. Bitte beachten Sie, dass diese Sehenswürdigkeiten fiktiv sind und auf alten mythologischen Geschichten beruhen. In Wirklichkeit gibt es keinen physischen Ort, den man als Hel oder die Unterwelt der nordischen Mythologie besuchen könnte. Das stimmt nicht ganz. Es gibt einen Ort in Polen, der heißt Hel. Der hat aber mit der Unterwelt nichts zu tun. Aber den kann man besuchen. Aber das ist, glaube ich, auch deutlich gesünder, als diesen mythologischen Ort aufzusuchen, glaube ich. Also, klingt doch sehr sympathisch, oder nicht? Eljutnir, irgendwas mit Bettdecken aus, ich möchte das gar nicht wiederholen, wie gruselig das ist. Naströnd, der Strand der Toten. Wo Schlangen leben, die die Bösen mit ihrem Gift peinigen. Eieiei. Ja, schön. Nicht? Fast ein Wellnessurlaub. Machen wir doch einfach weiter. Ich möchte das eigentlich gar nicht fragen. Ich habe Bedenken, was für eine Antwort ich darauf kriegen könnte, Leute. Ernsthaft. Aber es ist nun mal so, eine unserer Kategorien ist Essen. Ich weiß nicht genau, ob ich es wirklich wissen will, aber wir fragen das jetzt. Was für kulinarische Spezialitäten sollte ich in Hel, der Unterwelt der nordischen Mythologie, probiert haben? Enter. In den Quellen der nordischen Mythologie gibt es nicht viele Informationen über die kulinarischen Gewohnheiten in der Unterwelt. Es ist jedoch bekannt, dass die Umgebung von Hel düster und unwirtlich ist, was darauf hindeutet, dass die Nahrung dort nicht besonders reichhaltig oder köstlich ist. Eine bemerkenswerte Erwähnung von Nahrung in Hel ist in der Geschichte von Hermorders Reise nach Hel, um den Tod von Baldr zu betrauern. Hel bietet an, Baldr zu erlösen, wenn alle Dinge, tot und lebendig, um ihn weinen. Um diese Bedingung zu erfüllen, wird Baldrs Mutter Frigg
zu jedem Wesen in den neuen Welten gehen, um Baldr zu beweinen. Sie ging zu jedem Tier, Pflanze, Stein, sogar zu den Dingen in Hel, einschließlich der alten Riesin oder auch Trollfrau, die Töck genannt wird, die sich weigert zu weinen. Was bedeutet, dass Baldr in Hel bleiben muss. Diese Riesin, Töck, ist beim Essen von Leichen gefunden worden. Dies ist eine sehr makabre Spezialität, die wahrscheinlich nicht den meisten Geschmäckern entspricht. Abgesehen davon kann man annehmen, dass die Nahrung in Hel spärlich und trist ist, ähnlich wie die Landschaft der Unterwelt selbst. Also vielleicht wäre es besser, eine gute Mahlzeit zu genießen, bevor man sich auf eine hypothetische Reise nach Hel begibt. Eieiei. Huh. Wild, meine Damen und Herren. Wild. Also das, was die Riesin Töck da isst, das ist hoffentlich niemandes Geschmack. Da sind wir uns hoffentlich einig. Also keiner, also niemals nicht. In keinem Fall nicht. Nie. Gar nicht. Also, Schätzelein, iss mal lieber vorher was, bevor du nach Hel reist, weil aus Gründen, ne? Wobei, im Zweifel könnte man ja eigentlich auch sagen, hier der Strand der Giftschlangen, ne? Jagt dir eine Giftschlange, brat sie überm Feuer, angeblich schmeckt das ja wie Hühnchen. Es wird irgendwie nicht besser. Ich habe das Gefühl, es wird wirklich nicht besser. Dann machen wir einfach mit der nächsten Kategorie weiter. Welche Souvenirs könnte ich mir aus Hel mitbringen? In der nordischen Mythologie ist Hel ein Ort, an den die Seelen der Toten gehen, die nicht im Kampf gestorben sind. Es ist ein düsterer, unwirtlicher Ort und es gibt nicht viele Berichte über spezifische Objekte oder Artefakte, die man von dort mitbringen könnte. Aber wenn wir diese Frage hypothetisch beantworten würden, könnten mögliche Souvenirs aus Hel Folgendes beinhalten. Erstens. Ein Stück von Gjallarbrú. Gjallarbrú ist die goldene und kristallene Brücke, die den Fluss Gjöll überquert und in die Unterwelt führt. Ein Stück von dieser mystischen Brücke könnte ein interessantes Souvenir sein. Zweitens. Ein Blatt aus Hel. In einigen Darstellungen wird Hel als ein Ort dargestellt, der teilweise grün und lebendig ist, was auf das Leben nach dem Tod hinweist. Ein Blatt von einem Baum aus Hel könnte symbolisch für dieses Konzept sein. Drittens. Ein Kieselstein vom Fluss Gjöll. Dieser Fluss ist ein wichtiger Bestandteil der Reise in die Unterwelt. Ein Stein aus seinem Bett könnte ein weiteres bedeutungsvolles Souvenir sein. Bitte beachten Sie, dass diese Souvenirs hypothetisch sind und auf mythischen Konzepten basieren. In der Realität gibt es keinen Ort namens Hel, den man besuchen und von dem man Souvenirs mitbringen könnte. Also, es sei denn, man reist nach Polen in das Hel, was nichts mit dieser Unterwelt zu tun hat, da kann man ganz andere Souvenirs von mitbringen. Aber das gehört nicht zu diesem Thema. Schöne Vorschläge. Ich stelle mir nur gerade vor, wie man dann an dieser goldenen und kristallenen Brücke steht, so mit so einem Hämmerchen und so einem Meißel und sich dann da irgendwie so ein Stück rausschlägt. Was würde Hel wohl dazu sagen? Also die Göttin der Unterwelt, wenn da irgendjemand mit Hämmerchen und Dings an ihrer Brücke steht und sich da irgendwelche Stücke rausklopft. Das fände die bestimmt gut, oder? Das fände die bestimmt super. Wunderschön, ja. Die Frage ist, was würdet ihr euch so aus der Unterwelt mitbringen, wenn ihr mal da seid? Also ein Blatt, ein Kieselstein oder man demoliert halt einfach die Brücke, die nach Hel führt, in die Unterwelt. Das ist eine super Idee. Finde ich gut. Also wie ihr die es so findet, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und jetzt fehlt uns natürlich noch ein Punkt. Die sportliche Aktivität, meine Damen und Herren. Also, welchen Sport könnte ich in Hel machen? Enter.
Als die Unterwelt der nordischen Mythologie ist Hel nicht gerade für ihre sportlichen Aktivitäten bekannt. Es wird allgemein als ein Ort der Ruhe für die Toten beschrieben, insbesondere für diejenigen, die nicht im Kampf gestorben sind. Trotzdem, wenn wir uns ein hypothetisches Szenario vorstellen, in dem Sport in Hel möglich wäre, könnten wir uns auf Aktivitäten konzentrieren, die in kalten, düsteren oder unwirtlichen Umgebungen durchgeführt werden könnten. Erstens, Wandern. Angesichts der Beschreibung der Landschaft in Hel könnte Wandern oder Trekking eine mögliche Aktivität sein. Es wäre jedoch wahrscheinlich eine anspruchsvolle und möglicherweise gefährliche Aktivität angesichts der unwirtlichen Natur der Umgebung. Zweitens, Schwimmen. Wenn Sie die Kälte nicht scheuen, könnten Sie versuchen, im Fluss Gjöll zu schwimmen. Es ist jedoch zu beachten, dass dieser Fluss in den Mythen als Hindernis auf dem Weg in die Unterwelt dargestellt wird und möglicherweise nicht sicher zum Schwimmen ist. Drittens, Klettern. Wenn es in Hel Gebirge oder andere hohe Strukturen gibt, könnte Klettern eine Möglichkeit sein. Wie bei den anderen genannten Aktivitäten wäre dies jedoch wahrscheinlich eine sehr anspruchsvolle und möglicherweise gefährliche Unternehmung. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Aktivitäten hypothetisch sind und auf der Basis von Beschreibungen von Hel in der nordischen Mythologie vorgeschlagen werden. In der Realität gibt es keinen physischen Ort namens Hel, an dem man Sport treiben könnte. Außer dem Ort in Polen, ach, ihr wisst das schon. Ja, ich hab's ja schon ein paar Mal erwähnt. Sie hat so ein bisschen Humor, ne? Also ist da so ein Anflug von Humor, ist erkennbar, ne? Du könntest wandern gehen, ist halt ein bisschen gefährlich. Du könntest auch schwimmen gehen, ja gut, das könnte dich halt umbringen, ist auch blöd, ne? Und klettern geht auch voll gut, wenn es da Gebirge oder Strukturen gibt, es könnte dich aber halt auch umbringen. Es könnte nicht so gesund sein, weißt du? Abenteuerurlaub halt. No risk, no fun. Großartig. Wandern in Hel. Genießen Sie die giftige Luft, die giftigen Schlangen, das reißende Wasser, den Höllenhund, der Sie gerne töten möchte. Es wird schön. Fehlt uns noch die letzte Frage. Und auch da habe ich viele Vorstellungen, wie das wohl aussehen könnte und keine davon ist gemütlich und einladend, aber wir fragen einfach mal die KI. Welche Unterkunft kannst du mir in Hel zur Übernachtung empfehlen? Enter. In der nordischen Mythologie wird Hel oft als eine düstere und unwirtliche Umgebung dargestellt. Es gibt keine Berichte von Gasthäusern, Hotels oder ähnlichen Unterkünften für Reisende. In der Tat gehen die Seelen, die nach Hel kommen, dorthin, um ihren ewigen Ruhestand nach dem Tod zu verbringen und nicht um zu besuchen oder zu übernachten. Eine der wenigen spezifischen Orte in Hel, die in den Mythen genannt werden, ist Ljutnir, Hels eigene Halle. In der Sage wird jedoch erwähnt, dass diese Halle sehr groß ist und dass sie viele Bettdecken hat, die aus Menschenaugenlidern gemacht sind. Dies würde wahrscheinlich keine angenehme Unterkunft für einen lebenden Reisenden bieten. Ein weiterer Ort, der in den Mythen erwähnt wird, ist Nastrond, der Strand der Leichen. Dieser Ort ist jedoch der Aufenthaltsort für die Seelen der schlimmsten Sünder, die ewig von Schlangen gepeinigt werden und wäre daher wahrscheinlich keine gute Wahl für eine Unterkunft. In Anbetracht dessen ist es wahrscheinlich sicher zu sagen, dass es keine empfehlenswerten Unterkünfte in Hel gibt, zumindest nach den Beschreibungen in der nordischen Mythologie. Es ist wichtig zu beachten, dass Hel ein Ort der Mythen und Legenden ist und nicht ein Ort, den man tatsächlich besuchen oder wo man übernachten kann. Ja, wunderschön, oder nicht? Also, wenn man nach Hel reisen würde in die Unterwelt der Toten, dann könnte einen überraschenderweise dort eigentlich alles umbringen. Du kannst dort eigentlich nichts essen, es gibt giftige Schlangen am Strand vom Fluss, es gibt einen Fluss, der dich umbringen möchte, es gibt eine sehr seltsame Halle mit sehr seltsamen Bettdecken und eigentlich möchte man da, glaube ich, wieder weg und auch nicht von dem Höllenhund gefressen werden. Großartig! Wie findet ihr's? Wie viele Totensicheln würdet ihr vergeben?
4 von 5, 5 von 5 oder nur 1 von 5? Man weiß es alles nicht. Ich bin sehr gespannt. Diskutiert das gerne unten in den Kommentaren. Bleibt dabei bitte immer freundlich. Klärt auch gerne auf, ob die KI da grobe Schnitzer reingebaut hat. Und ich freue mich, wenn ihr Däumchen, Glöckchen, Likes und alles Mögliche hinterlasst. Ihr wisst, das unterstützt meine Arbeit und meinen Kanal sehr. Das freut mich. Und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.